Hallo in die Runde, der Seelentausch ist da. Ich weiß, ich bin spät dran. Ich habe irgendwie seit Mitte April 30 Überstunden und ich habe schon ordentlich abgebaut gehabt. Aber ja, jeden Tag mindestens 1,5 bis 2 Stunden länger. Was haben wir hier bei den Zehnern? Wir haben Marie-Therese ohne Kostüm. Nein, die Piraten sind einfach, wenn man sich die Werte anguckt, nicht mehr so, dass man sie noch spielen kann. Langsame Helden eh nicht, außer für einen Sturmangriff. Und da gibt es deutlich bessere. Wenn man natürlich überhaupt nichts Besseres hat, kann man irgendwas nehmen. Ich rate allerdings nicht dazu. Die Begründung kommt später. Musashi habe ich auch bekommen beim Umtausch als letztes und der geht auch in den Umtausch rein. 15% Angriff, muss man halt einfach mal sagen, ist nicht viel. Da sind wir bei nicht mal 130 drauf. Kann heutzutage nicht mehr mithalten. Kingston hat eine Ausnahmestellung. Er hat wie die anderen total schlechte Werte mittlerweile. Ihn würde niemand breaken. Da fehlen einfach so im Schnitt 400 bis 500 Lebenspunkte und auch mindestens 100 Verteidigung. Und dafür, dass er ein Sniper ist, ist er halt auch nicht mehr tödlich. Die 445% Schaden, die killen heute niemanden mehr. Erst recht nicht mit 749 Angriff. Was für Kingston allerdings sprechen könnte, das sind diese minus 31% Angriff auf bis zu 3 Ziele. Mit der Chance, jedes Mal, wenn einer getroffen wird, der diesen Debuff hat, dass er um 4 weitere Prozent weniger Schaden macht. Und das Ganze hält 4 Runden. Das ist, wenn man es genau nimmt und ihn irgendwo drauf wirkt, auf eine Mitte, auf den Tank oder auf irgendeine Flanke, kann man halt eine gesamte Seite um 30% plus Schaden reduzieren. Und das muss man halt einfach mal sagen, die ganzen großen Ich-schau-dich-an-und-du-bist-tot-Helden, egal, ob das jetzt irgendwelche Durchdrücker sind, wo der Schaden auf alle geht, wie Khufu, oder halt auch so eine schnellen Superkiller wie Jove, die werden hierdurch ausgebremst, weil die dann halt nicht mehr, hier gehe ich jetzt einmal auf Khufu, irgendwie 900 auf alles machen, das sind dann halt dann nur noch 600 und eher weniger noch als 600. Und da muss man einfach sagen, das ist schon mal nicht schlecht. In Kombination mit einem Mana-Link, also Elementar-Link 4% Mana, muss ich sagen, finde ich Kingston gut, zumal als Krieger kann er auch wieder aufstehen. Was spricht gegen Kingston? Gegen Kingston springt oder generell gegen die erste Reihe, und jetzt lasse ich den einfach mal die Bombe platzen. In den vergangenen Seelentauschen waren schon Helden des Monats dabei und das wird sicherlich nicht mehr lange dauern, bis die erste Reihe dort auch auftaucht. Dementsprechend würde ich einfach vorab einfach mal dort nichts machen. Ares wird immer noch verwendet in einigen Superteams, aber ihn extra holen und bewappnen würde ich nicht machen. Die 36% kritische Chance am Titan sind toll, aber ganz ehrlich, dafür so viel ausgeben für einen mystischen Titan ist das echt gut. Einfach, weil alle Feuerhelden, die angreifen, zusätzlich nochmal Angriff kriegen. Das ist schön, aber das ist nur das Zünglein an der Waage. Wenn man ihn hat, okay, aber extra holen würde ich ihn nicht. Ja, und dann haben wir Missandra, die hat mittlerweile ein Kostüm. Der Schaden ist auch nicht mehr so, dass man damit irgendwen hinterm Ofen herholt. Nicht nur Schaden, auch die Werte sind nicht mehr ansatzweise so. Kommen wir zur zweiten Runde. Satana im Kostüm. Die Werte sind natürlich schon besser. Das ist ein ordentlicher Sniper-Hit. Allerdings hat Satana im Kostüm so gut wie keinen Angriff. Da passt es einfach nicht mehr. Da fehlt der große Bonus.
Und dementsprechend nein. Ich habe die Grundversion, ich habe nicht das Kostüm, aber auch da gebe ich keine 15 für aus. Drake Fong. Schnell. Die Werte auch hier nicht mehr. Minus 35% Genauigkeit für drei Züge auf drei Ziele. Ja, Mensch. Heißt, einer von den dreien würde im Schnitt verfehlen. Kann passieren, muss aber nicht. Die fünf Angriffe und fünf Verteidigungen für sechs Züge. Geschenkt. Albi hat ein gutes Kostüm. Wer noch keinen Beleber hat, der könnte hier vielleicht glücklich werden. Man muss dazu sagen, er ist langsam und die 33% Chance, jemanden wiederzuleben, ist nicht hoch. Durchschnittlich liegt sie jetzt bei 50%. Wer allerdings keinen Beleber hat und Helden entbehren kann, dem kann ich nur sagen, Alberich wäre dann das Mittel der Wahl. Elisabeth hat immer noch einiges zu bieten. Der Schaden ist nicht hoch. Die Fiends rauben ohne Ende Heilung. Und die minus 24 Mana-Regeneration sind so lange gut, bis weggeheilt ist. Die Werte sind unteres Ende okay. Allerdings hat sie schon ein Kostüm. Und nichts ist, glaube ich, blöder, als wenn man sie jetzt holt und danach beschwört in der Season 4 und dann feststellt, na toll, ich habe gleich das Kostüm bekommen. Klar kann man sagen, geil, ich habe sie jetzt schon gelevelt, ich habe das Kostüm. Aber es ist halt so ein bisschen Verschwendung, finde ich. Wenn die Chance ist, würde ich nur bei irgendwas nehmen, wo man nicht mehr beschwört oder wo die Chance echt gering ist. Ich kann es noch nicht sagen. Wenn ich überhaupt ziehe, dann wäre sie zumindest in der Nähe dabei. Ja, den Hasen muss man halt einfach sagen, der ist ein guter Hitter, aber die Werte passen halt auch nicht mehr. Ist halt 3 Jahre alt. Und wer weiß, wie schnell sich das Rad der Stärke dreht und wie schnell die neuen überpowerten Helden nicht mehr die overpoweredsten sind. Der muss einfach nur die 763 Power mal mit Gaillard aus dem letzten Jahr vergleichen. Letztes Jahr ist das Event rausgekommen. Vorletztes Jahr war er im November da beim Black Friday. Also 21 kam er das erste Mal raus. Und da hat er schon, das war es, 50 mehr. Ja, 80 sogar, fast 80 Punkte mehr gehabt. Gaillard ist erstmal gut gegen die ganzen neuen Fiends. Vorausgesetzt, er löst schneller aus. Diese ganzen neuen Ninjas, die Fiends setzen oder alle neuen Helden, die super schnell Fiends setzen, ist er toll. Immun gegen neue Fiends und vor allen Dingen zusätzlich wird der negative Effekt verhindert, sei es Mana Down oder sonstige Sachen. Ansonsten ist es ein Sniper mit 540% und die Werte sind noch okay. Aber man muss halt auch sagen, es ist nur ein Sniper. Und die meisten wollen keine Sniper nutzen, sondern einfach nur 3 oder 5 Ziele bekämpfen. Jetzt hat er diese nützliche Fähigkeit. Und da ist die Frage, ist einem das wert, einen Nischenheld zu nehmen? Oder sagt man sich, komm, dann nutzt jemand viele Fiends. Da beiße ich mich durch, nehme den Heiler mehr mit. Oder versuche ihn anderweitig rauszukriegen. Muss man wissen. Ich denke, auf Lücke in diesem Spiel, wo man so wenig Helden bekommt und die Kosten für die letzte Reihe wirklich groß ist, würde ich nicht Gaillard investieren. Der Guardian Kong. Nicht zu vergessen, also man bekommt ihn gleichzeitig mit dem Kostüm. Mittlere Mana-Geschwindigkeit 300 auf alles. Zusätzlich blockiert man und reflektiert blaue Statuseffekte und Angriffe von blauen Spezialfähigkeiten. Und einmal beim Gegner alles an Buffs runternehmen.
Das ist gar nicht so schlecht. 300 auf alles für 10 Steine bzw. 9 Steine ist okay. Der ist auch aus der Mode gekommen. Das sieht man an der Verteidigung. Denn den kann man nicht in eine Verteidigung stellen. Das ist ein reiner Angriffsheld. Und doch dann, wenn man Pech hat, ist der halt schnell weggefetzt. Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein und abwägen, ob man dafür 20 Helden ausgibt oder nicht. Ich persönlich habe mich dagegen entschieden. Und guck mal, 806 und 807. Wenn, wäre ich lieber bei Elisabeth. Ganyu, muss man sagen, ist eine interessante Variante. Der wurde ja nochmal abgeändert von gestern auf heute. Paladin, der Minion-Bonus, Lebenspunkte und Verteidigung und Angriff, okay. Mittlere Mana-Geschwindigkeit ist blöd. 390% Schaden auf drei Ziele. Der Schaden geht durch Minions durch und diese drei Ziele bekommen Minusverteidigung jedes Mal anschlägt, wenn zusätzlich noch Minions gehalten werden. Sprich, dann für jeden Minion, den er besitzt, auf diesen drei Zielen geht es runter, sodass insgesamt, wenn wir zusätzlich noch dreimal, ja, insgesamt geht es auf jeden Fall bis minus 70% Verteidigung, also plus 45 drauf. Das ist schon eine ganze Menge. Also im besten Fall 15 runter und damit ist man bei 45. Ich muss sagen, da bin ich am ein bisschen triggert es mich. Wenn man die Formel anlegt, dass mittlere Mana-Geschwindigkeit eigentlich schnell ist, weil mit einer 23er Mana-Truppe oder Kombination aus Mana und Dings, schraubt so, man kommt irgendwie auf 13% Mana, braucht man nur noch drei Matches. Die schnellen Helden, ja, die brauchen auch drei Matches. Die Chance ist gering, dass ich zweimal vier mache. Klar kommt das mal vor, aber eigentlich ist eher Standard, dass man auch dafür drei Matches braucht. Deswegen finde ich ihn eigentlich eine gute Alternative, weil 390% auf drei Ziele und danach ist, wenn der Gegner auch noch Minions hatte, ist elementar, also ist die Verteidigung runtergesetzt. Man schafft es vielleicht irgendwie, die Minions noch mit einem anderen Held wegzukriegen und haut da nochmal drauf. Finde ich gut. Finde ich gut. Ist die Frage, ob er mir 20 Helden wert ist. Und na, da kämpfe ich noch mit mir. Topaz. Minionkrieg. Wir haben so viele neue Minionhelden. Topaz ist richtig gut. Der einzige Nachteil ist, sie ist ein alter Ninja. Wäre sie ein neuer Ninja, würde sie wenig Schaden machen und alle Minions auf allen Zielen weg. So haben wir erste Aufladung einen Held, zweite Aufladung drei Helden, voll aufgeladen von allen gegnerischen Helden, die Minions weg. Trotzdem, sie ist ein Ninja, sie macht ordentlich, sie hat einen schönen hohen Angriff. Die Verteidigung ist nicht gut, aber dafür hat sie ja den Bonus, den sie hoffentlich mit einem zweiten Ninja zusammen einsetzen kann. Sie hat eine hammermäßige Klasse und ordentlich Lebenspunkte. Ich habe sie bei der letzten Ninja-Beschwörung bekommen und da werde ich auch direkt sagen, dass sie, wenn man denn unbedingt was haben will aus der letzten Runde und sie noch nicht hat, dass man da mit ihr sicherlich 20 Helden investieren kann. Gleichwohl muss ich sagen, dass viele Helden, die in der 20er-Sparte drin waren, im Seelentausch schon waren. Und das würde mich richtig annerven. Dementsprechend muss ich sagen, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Aggravine kann ein cooler Tank sein, wenn man nichts hat. Die Betonung liegt auf kann. Droide, Minions, die sind super. Dann haben wir hier zusätzlich die Chance, nochmal extra Schaden zu machen. Zusätzlich senkt sie den Angriff und die Verteidigung beim Gegner um 20% für drei Züge in der ersten Ausführung und macht noch ein bisschen Giftschaden. Wenn der Gegner 20% weniger Schaden macht, muss mein Team, wo sie drin ist, oder in meiner Verteidigung, die Verteidigung weniger Lebenspunkte wegheilen. Dementsprechend, sie hat einen hohen Verteidigungswert,
Lebenspunkte sind schön. Dementsprechend muss man ganz ehrlich sagen, ist die erste eigentlich so das, was, wenn man sie als Tank stellt, auch das Beabsichtigte ist. In der zweiten Variante pusht sie mein eigenes Team mit Angriff und Verteidigung und wird jedes Mal noch mehr, wenn die Helden getroffen werden während der nächsten 6 Züge und halt auch noch ohne Ende Lebenspunkte. Das heißt, man braucht dort jemanden, der entzaubern kann. Wenn man also einen Tank sucht, dann wäre ich bei Agravine. Wenn man was für Anti-Minion sucht, dann wäre ich bei Topaz. Wenn man unbedingt tauschen will und noch keinen Wiederbeleber hat, dann wäre ich bei Alberich. Wer kein so tolles Heldenangebot hat, der könnte mit Kingston glücklich werden. Wobei man da auch sagen muss, Vorsicht, ne, der kann im nächsten Seelentausch dabei sein. Und wer Schaden auf alles machen will, ist mit Elizabeth glücklich. Muss allerdings, wie gesagt, sagen, Elizabeth ist halt jetzt auch schon 2 Jahre alt. Und wir haben mittlerweile ein Kostüm. Könnt mir mal schreiben, wofür ihr euch entschieden habt. Ich weiß es noch nicht, wie gesagt, ob ich tausche oder nicht. In diesem Sinne, macht's gut, viel Erfolg. Tschüss.